Elmar Podgorschek, Budgetsprecher der FPÖ, ist schon am Wort. Kann ich nur feststellen, das war sehr sachlich und hat eigentlich meine Argumente voll inhaltlich bestätigt. Der Finanzausgleich, Herr Bundesminister, ist, ich würde sagen, der Hauptpunkt für die Sanierung, für die langfristige Sanierung des Budgets. Und es muss uns gelingen, die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern zu entflechten. Und diese Überschreitungen sind einfach endlich mal vom Tisch zu bringen. Es gibt verschiedene Bereiche, wo wir latenten Handlungsbedarf haben. Dieser Handlungsbedarf betrifft vor allem im Bildungsbereich, Gesundheitsbereich und das, was auch Sie immer wieder ansprechen, im Bereich der Förderungen, Herr Bundesminister. Es müssen endlich einmal alle Gebietskörperschaften offen an den Tisch legen, was und wie gefördert wird. Solange wir das nicht haben und solange die Transparenzdatenbank nicht funktioniert, werden wir auch das Budget nicht in den Griff bekommen. Und da gibt es halt jetzt dann die verschiedensten Möglichkeiten, wie man die Länder mit einbindet. Der Finanzausgleich aus meiner Sicht ist auf Dauer gesehen nicht der richtige Hebel. Sie haben selber angesprochen, es gibt die Möglichkeit, dass man den Ländern eine gewisse Steuerhoheit überträgt. Die Schweizer machen das. Wir können dieses Schweizer Modell unter Umständen kopieren. Da bedarf es aber eines massiven Paradigmenwechsels. Das heißt, man müsste auch dann parallel mehr die direkte Demokratie mit einführen, weil nur dann sind die Politiker vor Ort auch dementsprechend kontrolliert durch das Volk, weil sonst kann natürlich wir Gefahr laufen, dass dann eine Kostenexplosion bzw. eine Steuerexplosion vonstatten geht. Es gibt Möglichkeiten, ich habe Ihnen im Ausschuss ja ein Beispiel erwähnt und auch wenn die Widerstände vielleicht sogar von Ihrer Fraktion dann wieder ganz enorm sein werden, aber ich versuche es trotzdem mal zu erklären. Es gibt gewisse Kennzahlen, Benchmarks, die man sich aneignen kann. Wenn ich mein Heimatbundesland Oberösterreich hernehme, und dieses Bundesland ist aus meiner Sicht durchaus ordentlich geführt, dieses Bundesland Oberösterreich gibt fürs Land und Gemeinden in Summe 69,75 Milliarden aus. Dividiere ich diese Zahl durch die Anzahl der Einwohner, komme ich auf eine Zahl von 6.280 pro Person. Wenn Sie diese Zahl hernehmen und multiplizieren mit der Gesamtzahl der österreichischen Bevölkerung, dann komme ich auf eine Zahl, die wesentlich höher ist, aber eine Differenz habe zu der tatsächlichen Zahl von 6 Milliarden Euro. Also wenn man die Länder dazu zwingt, sich nur beispielhaft an Oberösterreich zu orientieren, dann hätte ich schon einen Hebel, um zum Beispiel die Steuerreform zu finanzieren. Es ist mir klar, es gibt unterschiedliche Aufgaben in den Ländern, aber trotzdem, man kann die Kennzahl vergleichen. Wenn ich aber dann noch so weit ginge, dass ich zum Beispiel von jedem Bundesland die besten Zahlen heranziehen möchte, dann weiß ich nicht, was ich dann zu einer positiven Differenz käme, oder großen Differenz käme. Ich bin nicht einmal so vermessen, dass ich das verlange. Aber das wäre eine Möglichkeit, und das heißt nicht, dass wir die Länder und die Gemeinden abschaffen wollen, sondern es das heißt nur, dass man sich immer an den Besten orientieren soll. Am Wort ist argumentiert Elmar Podgorschek, der Budgetsprecher der FPÖ und der nächste Redner.